Wir stehen hier vor einem Kulba Rebel. Wir bauen diese Anhänger seit 8 Jahren auf SUVs, Quads. Und dieser kann auch durch Gelände gezogen werden. Also wir präsentieren auf der Abenteuer Allrad das Swing Car. Das ist ab jetzt erhältlich. Vom Einsatzbereich, vom landwirtschaftlichen Betrieb bis Spaßfahrzeug, alles möglich. Hallo, die Abenteuer Allrad feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Wir von Polar sind von Anfang an mit dabei. Jedes Jahr präsentieren wir auch dieses Jahr unsere komplette Fahrzeugpalette mit einigen Highlights. Zum Beispiel dem RZR Turbo Dynamics mit dem dynamischen elektronischen Fahrwerk. Wir freuen uns auf das fachkundige Publikum. Auf Wiedersehen. Ich bin der Rainer und ich mache die Touareg Rallye. Und das Interessante dieses Jahr bei der Touareg Rallye ist, dass wir nach Algerien gehen werden, nächstes Jahr im März. Und das würde ich genau vorstellen, was da alles passiert. Lieber Michael, wieso habt ihr euch für den Namen Tutim entschieden? Bei mehreren Gläsern und bei mehreren Flaschen ist dieser Name entstanden. Das sollte eigentlich Quad heißen und man hat diesen Wort, sage ich mal, laut nicht rausbekommen und es wurde dann aus dem Quad ein Tod und somit wurde, sage ich mal, das Team geboren. Ja. Du hattest mich vorhin gefragt, warum ich mich zu diesem Fahrzeug entschieden habe. Ich denke mal, wir fahren erstmal eine Runde und dann sprechen wir nochmal drüber. Jo. Also wir haben ja im Moment das Top-Modell von Can-Am, den Maverick, mit 1000 Kubik, 172 PS. Was mir am meisten mit dem Fahrzeug gefällt, ist, kann wirklich auf den Punkt lenken, auf den Punkt Gas geben und auf den Punkt, sage ich mal, meine Kraft entfalten mit diesem Fahrzeug. Jahre Abenteuer Allrad freut uns ganz besonders, diese innovative Messe weiter vorangebracht zu haben in den letzten Jahren und wünschen uns natürlich für die nächsten Jahre weiterhin diesen Erfolg, an dem wir ständig arbeiten.